Lernvideos findet man heutzutage in vielfältigen Ausführungen und Stilen. In diesem Video wollen wir die am häufigsten verwendeten Videostile durchgehen und euch helfen, den passenden Stil für euer Video auszuwählen. Ganz allgemein kann man erst einmal unterscheiden zwischen Videos mit echten Personen und Gegenständen und Videos mit animierten Inhalten. Videos, in denen echte Menschen vor der Kamera stehen, sind meist weniger zeitaufwendig als Animationen. Der Zeitaufwand ist aber stark davon abhängig, was in dem Video passiert. Das heißt, es macht einen großen Unterschied, ob die Person im Video zum Beispiel nur einen Vortrag hält oder ob ganze Szenen mit SchauspielerInnen umgesetzt werden sollen. Man kann diese zwei grundsätzlichen Macharten, Realvideo und Animation, auch innerhalb eines Videos unterschiedlich miteinander kombinieren. Bevor wir uns aber diesen beiden Kategorien widmen, besprechen wir zuerst noch eine Machart, die sich keiner der beiden Kategorien zuordnen lässt, den Screencast. Der Screencast ist sehr beliebt und wird häufig verwendet. Man nimmt dafür mit einer Software den Bildschirm seines Computers, Tablets oder Smartphones auf und spricht eine Tonaufnahme ein, die das Geschehen am Bildschirm erklärt. Screencasts sind relativ einfach zu erstellen, wenn man sich mit der Bedienung der Software vertraut gemacht hat. Geeignete Einsatzgebiete für den Screencast sind zum Beispiel die Erklärung von Computerprogrammen, Software, Websites oder Apps. Nach diesem kleinen Exkurs kommen wir nun zur ersten Machart mit reellen Personen, dem Vortrag vor der Kamera. Die Umsetzung dieser Machart ist für die meisten VideoerstellerInnen sehr zugänglich. Viele haben zum Beispiel ein Smartphone, mit dem man heutzutage in recht guter Bildqualität aufnehmen kann. Diese Art von Lernvideo eignet sich gut, wenn ihr für die Umsetzung wenig Zeit oder Ressourcen habt. Ein Risiko bei dieser Machart besteht darin, dass der statische Vortrag vor der Kamera schnell eintönig werden kann. Es empfiehlt sich also, diese möglichst nicht für lange Videos zu verwenden. Zusätzlich kann man Hilfsmittel wie Requisiten, Grafiken oder kleine Aufgaben für die ZuschauerInnen einbauen, um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Es hilft hier auch, wenn die vortragende Person eine sehr dynamische Vortragsweise hat. Eine andere Machart, in der nur reale Personen vorkommen, ist das Interview. Hierbei filmt man einfach ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen. Ähnlich wie der Vortrag vor der Kamera ist das Interview relativ leicht umzusetzen. Man kann hier auch auf Videotelefonate zurückgreifen, wenn die InterviewpartnerInnen nicht direkt beim Dreh dabei sein können. Durch die Interaktion zwischen den Personen sinkt ja auch das Risiko, dass das Video schnell eintönig wird. Das Interview ist gut geeignet, wenn man unterschiedliche ExpertInnen zu einem Thema zu Wort kommen lassen möchte oder wenn man verschiedene Standpunkte zu einem Thema abbilden will. Der Vortrag vor der Kamera und das Interview kann man auch vor einem sogenannten Blue- oder Greenscreen aufzeichnen. Damit ist ein blau- oder grünfarbiger Hintergrund gemeint, der in der Nachbearbeitung gegen einen anderen Inhalt ausgetauscht werden kann. Bei einem Vortrag kann man zum Beispiel Präsentationsfolien im Hintergrund einblenden. Um diese Technik umzusetzen, braucht man neben dem Blue- oder Greenscreen und Lichtern zum gleichmäßigen Ausleuchten der farbigen Hintergründe auch ein geeignetes Videobearbeitungsprogramm. Wenn man den Screen mit Präsentationsfolien austauscht, simuliert diese Machart am besten einen klassischen Frontalvortrag. Man kann beim Austauschen des Screens natürlich auch kreative Inhalte einblenden. Eine leicht umzusetzende Machart, die ebenfalls mit realen Objekten entsteht, ist die sogenannte Legetechnik. Hierfür arbeitet man mit einer Kamera, die oberhalb eines Tisches oder einer ebenen Fläche aufgestellt wird. Auf dieser Fläche werden dann Gegenstände gelegt. Es müssen nicht unbedingt Personen vor der Kamera stehen. Meist werden hier nur die Hände gezeigt, die die Gegenstände ins Bild legen. Durch den einfachen Aufbau und den relativ geringen Aufwand ist die Legetechnik ebenfalls gut geeignet, wenn man nicht viel Zeit oder Personen zur Verfügung hat. Oft sieht man diese Technik zum Beispiel bei Kochvideos oder Bastelanleitungen. Einem ähnlichen Prinzip folgt das Whiteboard- oder Doodle-Video. Dabei wird ein Whiteboard oder Blatt Papier aufgenommen, während man darauf Notizen oder Zeichnungen erstellt. Oft sieht man diesen Stil beispielsweise bei der Erklärung mathematischer Lösungswege oder zur Veranschaulichung von Zusammenhängen. Nachdem wir nun die wichtigsten Videostile mit realen Personen kennengelernt haben, kommen wir zu den Animationstechniken.
Die klassische Variante von Animation ist die 2D-Animation. Dabei werden gezeichnete Inhalte in einem Computerprogramm animiert. Für diese Machart sollte man etwas mehr Erstellungszeit einrechnen, denn das Animieren kann recht aufwendig sein. Die klassische 2D-Animation ist für vielfältige Einsatzgebiete geeignet. Das liegt auch daran, dass man den Stil sehr gut an die beabsichtigte Anwendung und die Zielgruppe anpassen kann. Man kann Animationen beispielsweise verwenden, um abstrakte Inhalte darzustellen, die mit einem Realstil schwer abzubilden sind. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Anwendungsgebiete, die man hier nicht alle auflisten kann. Neben der 2D gibt es auch noch die 3D-Animation. Anstelle der zweidimensionalen Darstellung ist es hier möglich, plastische Objekte zu animieren. Diese Technik nimmt noch mehr Zeit in Anspruch als die 2D-Animation. Neben den hier aufgezählten Macharten gibt es natürlich noch zahlreiche andere, die aber nicht so häufig verwendet werden. Wir wollen abschließend kurz drei dieser selteneren Stile erwähnen. Beispiel 1, der Realfilm. Hier werden fiktionale Szenen gedreht, wie für einen Spielfilm. Beispiel 2, das 360-Grad-Video. Es erlaubt den Zuschauenden, den Bildausschnitt in einem Video selbst zu wählen. Beispiel 3, die Stop-Motion-Animationstechnik. Sie ist eine zugängliche und vielseitige Methode, Animationen zu erstellen. All diese vorgestellten Macharten kann man natürlich auch unterschiedlich in einem Video kombinieren. Man sollte aber nicht zu viele Macharten und Stile wahllos zusammenwürfeln, sondern sich gut überlegen, was zu der Vermittlung des jeweiligen Inhalts am besten passt. Wir haben euch in diesem Video einen Überblick über einige der beliebtesten Macharten für Lernvideos gegeben und Anwendungsbeispiele dazu genannt. Zuerst haben wir als Sonderform den Screencast besprochen. Danach habt ihr folgende Realstile kennengelernt. Den Vortrag vor der Kamera, das Interview, die Blue- und Greenscreen-Technik, die Legetechnik und das Whiteboard- oder Doodle-Video. Aus den Animationsstilen haben wir die klassische 2D-Animation und die 3D-Animation kennengelernt. Zuletzt haben wir als seltenere Macharten den Realfilm, das 360-Grad-Video und die Stop-Motion-Animation erwähnt. An dieser Übersicht könnt ihr euch orientieren, um festzulegen, welche Machart für euer Video geeignet ist.